Natürlich ist es wieder Nacht und natürlich ist es draußen wieder hell wie sonst was. Und natürlich müssen wir als erstes das Inventar mal wieder leer räumen. Wie so häufig. Na? Müssen wir mal gucken. Ne? Wir haben ja letztes Mal, also letzte Woche, bei der letzten Aufnahme, da haben wir ja ein bisschen... Oh, ich gehe mal ganz kurz mit der Lautstärke ein bisschen runter. Naja, gut, kriegen wir hin. Da haben wir ja... wo haben wir eigentlich letztes Mal aufgehört? Bei der Bahnstrecke, ne? Hm? Ja, guck mal hier, Inventar. Ja, guck mal hier, Power Rail. Das Inventar müssen wir eigentlich gar nicht aufräumen. Ja. Keine Ahnung. Gucken wir mal, was wir heute machen. Ein bisschen was müssen wir ja noch austunneln. Wir haben ja ein Gebäude, was noch verbunden werden muss. Ah, so dunkel. Warum ist das so dunkel? Na, guck mal, wir schleichen uns hier mal ein bisschen durch. So. Jenes Gebäude hier haben wir ja noch, was ein Keller braucht, um Dinge zu tun und Zeug. Hier mal ein paar Steinchen machen. Ja. Doch, geht. Na, der Tunnel, der soll ja überall dann sein, dann eben auch hier bei dem Turm. Und da müssen wir ja sowieso unsere später mal Kabel hier, die wir verlegen, da müssen wir ja sowieso einen Keller haben, wo wir dann eben die Kabel dann durchlegen können. Und wir müssen mal gucken, wo sind wir denn hier? Ach, Kacke, hier ist das, guck mal, hier ist das Lager drunter. Das heißt, wir müssen hier runter und müssen dann hier außen rum. Weil wir müssen ja da zum... zu diesem Stromtechnikbereich unten hin. Das... Oh. Das heißt, wir müssen hier runter und... Aber guck mal, wir sind hier genau an der... Ja, wenn wir hier oben bleiben und dann runter... Wir bauen uns erstmal runter. Ja, also war weit runtergekommen. Wir brauchen eigentlich noch viel mehr Zeug und Dinge. Und Leitern brauchen wir auch, ne? Wir haben kein Holz dabei und nichts und gar nichts. Ich würde sagen, wir holen mal eben ein bisschen was. So. Brauchen wir... Hier brauchen wir nichts. Haben wir denn noch Leitern? Guck mal, wir haben sogar noch ein paar Leitern. Das müsste sogar für den Kellerbereich reichen. Dann haben wir hier, brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir auch. Treppen. Wir müssen ja eigentlich nur senkrecht runter und dann müssen wir einmal, ne? Und dann, ne? Also, ich denke mal, das kriegen wir hin. Wir nehmen, ja, okay, nee, wir haben, wenn wir hiervon noch mit, dann können wir hier nämlich gleich den Boden machen. Sonst haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, oder? Ja, wir sind, glaube ich, ganz gut ausgestattet. So. Gehen wir mal eben rüber. Wir müssen ein bisschen vorankommen. Na, die Checkliste da, die To-Do-Liste, die muss ja abgearbeitet werden. Wir müssen ja fertig werden. So. Gucken wir hier. Dann machen wir nämlich mal hier Treppe. 7 haben wir. Gucken wir gleich. Ups. Gucken wir gleich mal. Da. Dahin, dahin. Dahin, dahin, dahin. Dahin, dahin. So, dann haben wir auf jeden Fall genug Möglichkeiten runterzukommen. Machen wir hier auch wieder eine Zweier. Ich glaube, hier haben wir überall, ne, hier haben wir Dreier, ne?
1, 2, 3, ja, hier haben wir Dreier. Warum haben wir hier Dreier? Wahrscheinlich einfach nur wegen der Höhe von den Böden, oder? Ich glaube, da war nichts weiter drin. Ja, es war einfach nur wegen der Höhe von den Böden. Machen wir jetzt Zweier. Das ist schon okay. So. So, nur gleich mal gucken, wo sind wir denn hier überhaupt? Ach, guck mal, hier sind wir, ne? Genau, richtig. Aber hier kommen die Kabel ja runter. Ja. Auf der Seite muss man mal eben schauen. Da ist dann hier vorbei, oder was? Da ist dann hier vorbei. Ach, guck mal, ja, okay. Genau, da sind die Kabel. Da ist dann Wand und Kabel. Ziehen wir das dann hier einfach weiter mit den... Guck mal, hier sind auch nur Slabs dazu. Dann machen wir das hier auch mit den Slabs. So. Da. So. Und da drunter dann auch. Da und da. Na, da, so. Die restlichen... Ich glaube, wir ziehen das Konzept mal weiter runter. Genau, dann haben wir da nämlich den Raum. Der muss natürlich dann deckenmäßig noch... wir sind hier auf der Höhe, wo eigentlich die Decke wäre, ne? Also, was sollen wir machen? Wir machen das mal so, dass wir hier die Decke nicht so ganz hoch machen. Ja, kommt das hier wieder weg und weg und ran und ran. Und dann ist die Decke aus Slabs und dann hat man hier so einen Zwischenraum. Und unter dem Zwischenraum beginnt dann der ganze Technikkram. Ich glaube, das geht so ganz gut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge an Slabs. So. Zack. Zack. Ah ne, Slabs brauchen wir, genau, so. Gucken wir mal, ob das passt. Ah, wir müssen auf jeden Fall noch einen tiefer, sonst stoßen wir uns nämlich die ganze Zeit den Kopf und das wäre nicht so schön. Alter, diese Spitzhacke, ne, die ist so schnell. So. Hier natürlich dann mit Cobblestone wieder zumachen. Ja. Nein, nicht mit Cobblestone. Hier machen wir, weil das da hinter den Kabeln ist, da muss man natürlich dann auch ordentlich machen. Ja. Muss nur einmal klicken und der Stein ist weg. So, zack, 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 zack. Na, hier ist halt Cobblestone, weil der Boden Cobblestone ist. Na, das wäre hier dann ja, das wäre ein bisschen komisch. Deswegen sieht das von unten so ein bisschen aus. Aber hier ist dann halt eben der ganze Steinkram, Steinzeug, Dinge. So, dann können wir jetzt die Decke machen. Dam, 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 dam. So. So. Ist halt ein bisschen niedrig, die Decke, ne? Aber das ist, passt schon so. da muss natürlich auch noch hin. Na, komm, hier, runter so. Da und da. So, dann, ich glaube ja fast, also es wäre natürlich hier dann irgendwie, ne? Dass wir hier nochmal wieder wegmachen müssen. Und hier, na komm, hier, jetzt habe ich es ja gerade noch so gelobt. Jetzt ist sie auf einmal wieder langsam. Tr-
Krebepupebe. Ja. So und so und. Sind nur zwei. Okay. So und so. Das heißt, hier kann wahrscheinlich weg. Und hier muss hin. So und so. So und so. Nein. Ja. Und hier hinter kann dann wieder zu, ne? Genau. Das ist halt nur so ein kleiner von allen Seiten hier mit den Säulen in Anführungszeichen. Das heißt, hier hinter, da kann schon wieder zu. Ja. Und davor kommt dann Stein. Ja. 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 Und da kommen dann wieder Säulen hin. Wobei, Säulen, naja, es ist halt dieses um die Ecke rum Wellendesign. So. Natürlich hier irgendwie zack und zack. Ja. Und zack und zack. Und da und da und da und da und hier und hier und da, da, da. Oh, da ist, ich hab's gesehen, da ist eine Lücke, die darf natürlich nicht, komm mal, wir haben Erde. Die darf natürlich nicht da bleiben, die Lücke, die muss weg. So, muss ja ordentlich sein. So. Und davor dann wieder die guten Slaps. Oh, hier mal so. So. Ach komm, was soll's. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. Nur noch hier. Das heißt, Erde weg. Erde weg. Und ja, hinter der Leiter muss natürlich auch, ne? So. So. Haben wir die alle schon aufgebraucht, die Steine, meine Güte. Ah, so viel werden wir auch nicht mehr brauchen. Das ist natürlich. Oh, jetzt ist natürlich ein bisschen dunkel hier. Das heißt, wir müssen hier mal eine Fackel platzieren, weil schon wieder Nacht wird. Okay. Okay. So. So. Nee, das bleibt. Und dann kommt nämlich hier Slap dran. Okay, ich glaube, da kommen wir einmal so. Zack, zack, zack. Und die Lücke. Ah, was ist denn los heute? So. So ist fein. Guck mal, hier laufen die Kabel runter. Und hier ist einfach so Design. Ja, wir machen mal eine indirekte Beleuchtung hier hinter. Aber nicht eigentlich, nee, eigentlich nicht mit Fackeln. Fackeln sind. Sind Fackeln eigentlich Nodes oder Objekte? Keine Ahnung. Ach, so ein paar Fackeln werden uns nicht umbringen. Doch, so ein paar Fackeln werden uns umbringen. Ich werde immer dran denken, dass da Fackeln hinter sind, obwohl da eigentlich keine Fackeln hinter sein sollen. Fackeln sind nicht zur Beleuchtung, Fackeln sind ein Designinstrument. Damit das mal klar ist. So. Das heißt, wir besorgen uns mal eben Beleuchtungsmaterial. Haben wir doch bestimmt noch hier in der Glaskiste. Ah, guck mal hier, wir haben hier sogar noch. Nein, hier 5, 8 brauchen wir, okay.
Das sollten wir eigentlich aus einem Jahr rausbekommen. Zack, zack. Aber wenn du Set machst. 8. Guck mal, siehst du mal, genau aufgegangen. Gib her, so. Laufen wir mal wieder nach hinten. Durch den Wald hindurch. Zumindest der Teil vom Wald ist fertig. Na, hier ist natürlich überall irgendwie fehlt noch ein bisschen was auf dem Boden. Dinge und Zeug und so. Aber die Ecke ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, und jetzt machen wir hier nämlich schön ordentlich überall hinten schön ein bisschen Glowglass rein. Ja, müssen wir gleich mal gucken, dass wir das drehen. Zack. Zack, zack. So, da einmal hin. Das ist halt, ne, also ich führe die gleiche Aktion aus und er verhält sich völlig anders. Warum er das macht, weiß ich schon. Es ist halt trotzdem, es wäre halt geil, wenn es sich immer gleich verhalten würde. Also immer wenn ich in die Richtung gucke und klicke, dann sollte er da bitte hinten direkt an die Wand und nicht irgendwie über die Achse rühr, sondern so wie ich halt stehe. Ja, aber gut. Kannst du nicht alles haben. So. So. Ja. Und Slap. Slap. Guck, und schon ist beleuchtet. Bis auf hier die Ecken. Aber gut, die sind halt so. Kommst halt eh nicht rein. So, dann braucht das Ganze hier natürlich einen Cobblestone-Boden. So. Man hätte hier natürlich auch mit dem Hammer machen können, aber gut. Die Lücke hier, so. So. Guck mal hier, so. Zack. Und schon haben wir hier unseren Zwischenkeller. Und unter dem Keller, da beginnt jetzt quasi der Technikbereich. Es ist aber eigentlich, guck mal, es ist eigentlich immer noch zu hoch. Ne? Wir gehen mal hier drüber. Gehen dann hier drüber außen rum und gehen dann da hinten runter. Ich glaube, das kann man so machen. So. Erstmal ein bisschen Platz schaffen hier. Der kann auch tatsächlich zwei. Also hier liegen ja letztendlich ja nur die Kabel nachher. Apropos Kabel. Hier muss natürlich auf sein. So. Machen wir mit Cobblestone dann eben. So. Hier noch einen runtergehen. So, hier noch einen runtergehen. So, und hier brauchen wir auf der Seite ja gar nicht so viel Platz. Ich überlege gerade, ob wir die Kabel übereinander oder nebeneinander. Ich glaube übereinander, ne? Ich glaube, das braucht weniger Platz, wenn wir das übereinander machen. Dann haben wir halt eine Dreierhöhe. Und die Dreierhöhe, die haben wir ja sowieso. Ja, also das erste Kabel, das knickt direkt ab, das zweite Kabel, das geht eins tiefer und knickt ab und das dritte Kabel geht noch eins tiefer und knickt ab. Das heißt, dann haben wir hier dann eben Dreier. Und dann haben wir eigentlich auch nur einen dreierbereiten Gang. Komm mal, wie als wenn es gewollt wäre. Wie als wenn es gewollt wäre. Junge, Gott, bin ich gut. Gut, wir müssen hier eh noch einen tiefer wegen, müssen wir einen tiefer? So designmäßig. Könnte man ja hier auch... Nee. Wir machen das ordentlich. Wir gehen hier noch einen tiefer und machen oben eine vernünftige Decke rein. So. Das heißt, unsere guten, die eh nicht reichen werden, aber dann haben wir zumindest schon mal das Konzept. Genau, da ist nämlich hier. Dann machen wir hier die Decke. So.
Genau, und darunter haben wir dann unsere Dreierhöhe. Da braucht gar nicht. Oh, hier ist nämlich direkt die Wand. Die Leiter, die geht direkt an der Wand runter. Oh. Hier ist das hier. Ja, weil die Decke wieder vom... Na, dann wird das Deckendesign dann übernommen. Hier hinter ist das. 1, 2, 3. 1, 2. Hier unten ist Technikraum. Hier ist alles glatt und gleichmäßig und ordentlich und gerade. So, hier kommt nämlich schon die Wand hin. Ah. Die Lücke, die darf nicht sein. So. So, und hier vor der Wand kommen dann die Kabel runter. Okay, so, dann wollen wir hier noch ordentlich zumachen. Dann machen wir hier. Zack, 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 zack. Und hier oben, wo denn jetzt hier, ne? Hier. Hier? Eigentlich ja hier, ne? Wegen Beleuchtung und so. Guck mal, wir machen hier und hier Beleuchtung. Kein Material für Beleuchtung, alles klar. So, ich hoffe, ich kann mir das merken. Ne, guck mal, wir machen da Fackeln rein. So. So. Und da kommen nachher dann eben vernünftig Glas rein. Beziehungsweise Meselampen, die ein bisschen eingesetzt sind. So, und jetzt haben wir den Zweiergang. Eigentlich ja Dreiergang, ne? Ah, guck mal hier. Ist nämlich, ja. Nee, wir machen das mal. Wir machen da mal nur, tatsächlich nur einen Zweiergang hin. Pass mal auf hier. Ah, zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nee, hier muss er aufbleiben, weil hier geht's rein. Da gab's doch auch diese tollen, warte mal. HV. Diese Dinger hier, ne, die das dann so ein bisschen auftrennen. Dann haben wir nämlich die und dann haben wir hier nämlich eine Tür. Da kommt eine Stahltür, eine Eisentür rein. Hab natürlich nicht genug Material dabei, aber hier kommt eine Tür rein. Und dann kann man nämlich hier ein Schild noch hinmachen, schön irgendwie, ja hier, Achtung, hier Strom und so. Und dann geht das nämlich hier los, weil der Raum ist tatsächlich ja nur dafür da, um die Kabel von hier nach drüben zu bringen. Ja. Und dann nehme ich hier. So, und. So. Weil das ist ja hier kein Bereich, wo wir dann häufig sind, sondern hier sind wir dann eben ja nur einmal zum Verlegen, mehr oder weniger, aber es muss ja trotzdem halbwegs okay sein. So, und jetzt geht es nämlich hier geradeaus durch. Machen wir hier uns unser Nachtsichtgerät oder Röntgengerät wieder ein. So. Und dann gucken wir mal, da unten geht's runter, das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal zwei weiter. So, erstmal, okay. Machen wir hier mal schön ein bisschen Beleuchtung hin. Ups. So. Okay. Ja, dann haben wir nämlich hier neben genau das gleiche in grün. Und hier liegen dann unsere Stromkabel direkt daneben, einfach übereinander. Ja. Also nur mal gucken, so ob das von der Weite her tatsächlich gut ist.
machen wir hier mal ein bisschen Licht hin und dann hoffe ich mal, dass wir das von drüben dann auch sehen können. Dann gehen wir nämlich aber von der anderen Seite rein. Hier links. Ja. Yay! Und dann gehen wir nämlich von hier unten einfach hin. So. Und wir kommen mit drei Kabeln. Kommen wir hier mittig raus? Ne, wir kommen hier unten irgendwie. So drei Kabeln nebeneinander raus. Hm. Das müsste eins breiter oder eins schmaler, das Ganze, ne? Ich meine, noch haben wir alle Möglichkeiten da. Wir können das Ganze hier eins breiter machen. Hm. Machen wir auch. Komm, wir machen das einfach eins breiter. So. Da. Ja. Super geplant. Moment. Wieder hoch hier. So, nochmal, nochmal. Dann machen wir hier nämlich schön. Die kommen weg. Oh, Herr. Weil nachher kommt unten natürlich kein Gang raus, da kommen dann nur die Kabel raus. Na, der Gang ist ja nur... Der Gang ist ja nur, um die Kabel irgendwie dahin zu führen. Ich sterbe hier noch, ich sehe das schon. So. Vielleicht mal ein wenig... Ach ja, Marke zuhalten. Ein wenig energiehaltiges Erfrischungsgetränk. Weißt du Bescheid. So. Den hier runter. Also Hacke, die ist echt so schnell, dass man schneller abbaut, als man fällt. Das tut dann halt ganz dolle weh. Oh weh, das tut weh. Jetzt ist das Inventar schon wieder voll. So. Das sind natürlich alles Dinge, die brauchen wir gleich wieder. Ne, die brauchen wir gar nicht mehr, weil wir ja hier eins größer machen. So, einmal hier links. Einmal da links. Kann man hier eigentlich so einen Doppelpack machen, ne? So. Klöpf hier, klöpf, 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 klöpf. Aber wir sind ja gleich unten. Und dann können wir uns dann den sinnvollen Dingen wieder widmen. Ach guck mal, da gehen wir hier einmal quer durch den Dungeon gleich durch. Das ist doch auch schön. So. Und die Säulen an den Ecken, die können natürlich wieder hin. Will ich, wie ich rüberkomme. Ich kann doch einfach runterfallen, das ist auch okay. So. Jetzt komme ich aber nicht mehr rüber. Yay! Hüppala! So, und da kommen nämlich jetzt wieder hier die provisorischen Dinger hin. Hier unten? Ne, eins höher waren die, ne? Die waren eins höher, die waren hier oben. Dahin. So. Und hier drauf. So. Können wir uns dann immer noch mal mit auseinandersetzen irgendwann, wie wir das dann genau machen wollen. So. Und jetzt kann man nämlich von hier unten. Da
Dann waren wir gar nicht so falsch bei dem Dungeon, oder? Jetzt haben wir hier nämlich schön die Dreierlücke für die drei Kabel, dass es mittig ist. Das heißt, wir kommen raus. Gut, der Gang ist natürlich nicht mittig, aber ich würde sagen, wir kommen mittig bei dem Gang dann irgendwie mit dem Gang hier raus. So machen wir das, genau. Dann müssen wir nämlich mal gucken, wo sind wir. Guck mal, da oben ist nämlich unser Dings. Das heißt... so. Erstmal ein bisschen Kram weg, damit, weil das Inventar wieder viel zu voll geworden ist. So, den ganzen Cobblestone hier mal in die Kiste schmeißen. So, so. Ja. Möbel und Objekte. Guck mal hier, die guten Objekte hier, die guten Möbel. Dies brauchen wir auch erstmal. Doch, natürlich brauchen wir die. Wir wollen ja den Gang dann auch auskleiden nachher. Da Cobblestone noch rein. Und hier können wir dann wieder Steine draus machen. So, zack. Dann brauchen wir den Kram dann auch nicht mehr. Ach ja, wir haben ja jetzt drüben unseren unseren super guten Ofen. Ich tue das trotzdem erstmal hier rein. So. Möbel und Objekte, Steinzeug, da kommt rein. Das brauchen wir aber alles noch, ne? Wir können ja hier mal... Da haben wir zwei von, das heißt, wir bräuchten ein... wir lassen den mal hier. Aber da kommen wir... Steinziegel und das ist Steinziegel. Und dann können wir nämlich hier mal zwei von rausnehmen. Und dann können wir nämlich hier mal so machen. Und dann machen wir hier so. Und dann machen wir hier so. So, hat es natürlich super gebracht, weil trotzdem einer überbleibt. Aber wir können zumindest hier wieder einen Stein rausmachen. So, guck. So, zack. Und den tun wir dann hier erstmal wieder mit rein. Und dann kommt weg nichts weiter. Werkzeuge, gut, okay. Oh, wir können... Das war doch auch Stein. Ne, das war Metall. Iron. Das ist kein... Das ist hier. Das ist kein Stein. Dann brauchen wir das nicht mehr. Dann brauchen wir den ganzen Mehlkram erstmal auch nicht mehr. So. Die behalten wir mal zum Ausleuchten gleich. Dann kommt hier auf jeden Fall mal die Stöcker weg. Dann kommt der Ökokram hier, die Knochen können rein. Der Kies kann weg, der Sand kann in die Sandkiste. Das brauchen wir. Die Erde, die Erde kann weg. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir auch. Der Feuerstein, der kommt in die Bergbaukiste, genau. Die Kohle kommt auch in die Bergbaukiste. Holzkohle, Holzkohle. Oh, hier Kohle daneben. Das Schild brauche ich definitiv nicht. Doch, das Schild brauche ich. Und ich bräuchte tatsächlich auch ein bisschen mehr Eisen. Ja, gleich mal drüben gucken. Ansonsten... Passt. So, der Eimer dahin, wo er hingehört. Der Schraubendreher... Ja, ich behalte den mal. Haben wir denn hier irgendwie einen anderen abgenutzen? Wir haben so viele Schraubendreher. Wir machen da einfach mal jetzt ein. So. So, dann haben wir, glaube ich, alles. Bis auf das Eisen. Weil wir ja eine Tür aus Eisen haben wollen. So, 2, 3, 4, 5, 6. Da kriegen wir zwei Türen raus, ne? Naja, gut. Ne, eine Tür. Okay, ja, passt. Wunderbar. So, dann haben wir nämlich die. Dann brauchen wir eine Druckplatte. Die Druckplatte, die ging aus Cobblestone, oder? Genau. So. Und dann geht das los.
Ja, so. Okay, dann machen wir hier den Kram einsammeln und dann machen wir hier unser Dings wieder an und dann kann man nämlich hier schön. Ach guck mal, wir waren genau überm Dungeon. Da ist ein Loch, ne? Scheiß Kies? Nee, Erde. Da ist es, okay. Da ist es. Ah, ich glaube, einen brauchen wir noch. Ja? Nee, wir sind auf dem. Das heißt, wir gehen hier noch zwei rein. Und kommen dann da an der Seite hoch, okay. Beziehungsweise kommen wir runter. Oh, Licht. Also wenn ich mich nicht komplett vermessen habe, dann müssten wir hier dann eigentlich irgendwo rauskommen. Das machen wir jetzt von der anderen Seite dann einfach und dann führen wir uns dann da zusammen. Und dann haben wir nämlich auch schon wieder eine Stunde Folge dann voll, wenn das hier fertig ist. Und dann gucken wir mal, dass wir die Verbindung herstellen und dann leuchten wir es aus und bereiten es vor oder so. Gucken wir mal. So, die Tür würde ich tatsächlich drin machen. Ja, wir müssen, ne, weil hier natürlich irgendwie das Ding. Also wirklich doll zufrieden bin ich damit irgendwie nicht. Wobei die Teile, die kann man auch von der anderen Seite setzen. So. So. Hier fehlt noch zweimal Leiter, das ist aber okay. Kommt man da dran? Nein, kommt man nicht. Okay. Du bist halt direkt nach der Leiter dann hier, kannst du dann reingehen. So. Gucken wir doch mal. Sieht ganz gut aus, ne? Ah, guck mal, wie als wenn es gewollt wäre. Jetzt müsste ich natürlich wieder hochkommen, ne? Das heißt, ich müsste hier wieder zubauen. Das ist. Och, nö. Wir kommen hier auf jeden Fall runter. Das heißt, hier kommt Leitern dran. Und hier neben verläuft dann ja irgendwie das. Und dann müssen wir hier um die Ecke irgendwie rum. Und dann müssen wir hier rum, ne? So müssen wir laufen. So. So, wie wir das dann hier genau drehen, na, hier muss wieder zu. Wie wir das dann genau drehen, dass man da unten dann irgendwie rauskommt, das können wir dann immer noch mal gucken. Wir brauchen hier wahrscheinlich ein bisschen Platz zum Drehen. Weil wir hier mit drei Kabeln ankommen, um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke irgendwie. So, hier muss auf jeden Fall eins höher noch. Also hier kommen die drei Kabel runter. Die verlaufen halt direkt hier neben, ne? Also das wird einfach wirklich nur ein sehr schmaler Gang. Die kommen hier dann 1, 2, 3, gehen hier um die Ecke. Ja, hier muss natürlich dann auch, dass man alle Kabel auch sehen kann, muss das natürlich 3 hoch sein. Ach, guck mal, wir machen hier auch mal eine Fackel hin. So. Und hier, ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen dann mit der Verbindung. Dann können wir auf jeden Fall da schon mal längs. Dann ist hier.
Genau, hier kommt es dann runter. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt nochmal gehen. Und bei der Gelegenheit nehme ich dann auch gleich mal ein bisschen Holz mit, dass wir ein paar Leitern machen können, dass wir da runterkommen und wieder hochkommen. Wieso und Technik? Nein. Hier hinten. Holz. Holz, 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 Holz. Stöcker, ne? Ich glaube, wir brauchen Stöcker für Leitern. Da war doch was. War das so? Ja. So, ich weiß natürlich nicht, wie viel wir da jetzt von brauchen. Ich hoffe mal 55 reichen. Sollte aber eigentlich, ne? Sollte. So, dann nehmen wir das Holz, lassen wir hier. Dann brauchen wir, was brauchen wir, wenn wir hier gerade hier sind, was können wir noch mitnehmen? Wir können mal hiervon mitnehmen. Und wir nehmen hier den einen vom Boden auch noch mit. Und wir nehmen den hier auch noch mit. So. Langsam wird's. Ich schieb diesen ganzen Technik- und Strombaukram einfach noch weiter vor mir raus. Das heißt, irgendwann bei Folge 300 fangen wir dann an mit den Generatoren. Na, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So. Was mache ich? Ach nee, doch. Wir können ja jetzt hier mit Treppen, mit Leitern wieder hoch. Dachte mir gerade so, hä? Moment, ich muss doch hier noch Dings abbauen. Aber warum wir das jetzt machen, ist egal. Wir müssen eh einmal irgendwie hoch. Ist denn hier wieder falsch gelaufen? Ne, ist alles richtig gelaufen. So. Ups, eins zu tief, okay. Fast gestorben, sehr gut. So, Technikboden. Ja, guck mal hier, dann haben wir nämlich hier wunderbar. Hier machen wir dann indirekte Beleuchtung, dass das ein bisschen hell ist. So, hier gehen die drei Kabel runter. Ich überlege gerade, ob wir das komplett offen machen. Ne, wir lassen hier einfach, machen hier dann die drei Kabel einfach hintereinander irgendwie. Ne, wir machen das weg. Die drei Kabel, das muss alles ordentlich sein. Das darf nicht anders sein. Das muss so sein. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall unsere Verbindung. Das ist schon mal ganz schön. So, dann haben wir hier unseren, der muss natürlich noch eins höher, dass man da dann auch die Kabel sehen kann. Dann haben wir nämlich hier unseren Verbindungsgang. Ah, hier ist halt, naja gut. Den ganzen Baukram, da müssen wir mal gucken, wann wir das machen. So, hier ist so dieser Zwischenkeller. Einfach nur das hier von hier oben. Wenn man hier runter guckt, dass man erstmal eben, ja gut, man sieht das natürlich trotzdem, aber dass man hier erstmal so schön noch so einen Zwischenkeller hat von dem Turm. Und unterm Turm beginnt dann ganze Technikkram. Der Turm, der ist vorher gebaut worden und der Strom ist nachträglich eingezogen worden. Das heißt, den Keller, den gab es dann vorher schon. So, was wir auf jeden Fall mal machen können, wir können hier diese temporären Dinger mal entfernen. So. Aua. So, und hier nochmal. So. Und den letzten hier auch noch. War hier eigentlich noch irgendwas Gutes drin? Nein. So.
Mal kommt man durch diese Ecken durch, mal nicht. Total merkwürdig. So, dann haben wir es nämlich. Da kommen dann die Kabel rein und das war's dann. Dann haben wir nämlich unsere Verbindung hier unten. Wird natürlich dann alles zugebaut noch und dann kommt es dann nämlich hier wunderbar durch den Gang durch. Hier dann wunderbar die Treppe runter. Die Leiter runter. Ja. Dann kommen hier die drei Kabel raus. Dann auch das gleiche Prinzip wieder. Das geht hier oben direkt rum, das zweite geht hier unten an und das dritte geht dann hier. Dann laufen die hier halt längs. Und du hast halt hier diesen Gang daneben. Und ja, hier kommt dann eben das unterste geht da raus, das mittlere geht da raus und das obere geht da raus. Okay, dann kriegen wir das hin und dann kommen die hier nämlich raus, die Kabel. Und hier unten müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das soll ja so, so Show-Effekt-mäßig dann irgendwie alles ein bisschen leuchten und alles ein bisschen, ja, irgendwie aussehen, wie es dann halt aussehen soll. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hier oben dann die Batterien. Und alles nur, um dieses Ding hier zu betreiben, ohne dass man hier Wasser hinkippen muss. Ja, weißt du Bescheid. Genau, und dann haben wir das nämlich dann auch soweit geschafft. Dann haben wir das Inventar eigentlich soweit ja okay, für dass wir das dann weiterbauen. Wir können ein bisschen Cobblestone wegbringen vielleicht vorher. Der kann auf jeden Fall in die Kiste, da haben wir genug von. Ups, kommt durch hier, so. Cobblestone, zack, zack, zack. Dann müssen wir hier mal gucken, dass wir hier eine zweite Kiste für diesen anderen Cobblestone anlegen, weil dann haben wir nämlich eine komplette volle Kiste Cobblestone, die wir nie aufbrauchen werden. Was kann man da eigentlich draus machen? Wir können dann eigentlich nur diese Steine hier maximal ausbauen, oder? So wirklich sinnvolle Sachen kriegst du mit Cobblestone ja nicht irgendwie hin. Naja. Und dann kann man den Knochen noch wegtun. Und dann können wir hier noch wegtun. Bergbau, zack. Ja. Kohle noch rein und dann der Rest. Also die Zäune werden wir definitiv nicht brauchen. Ja. Das brauchen wir dann zum Bauen von den Wänden. Die Erde, die kommt auch wieder weg. Das brauchen wir auch nicht mehr. Da haben wir ja alles soweit mitgebaut, was wir bauen wollten. Dann haben wir hier unsere Beleuchtung, dann haben wir den Schraubendreher, die Leitern brauchen wir auch nicht mehr. Ja. Haben wir das Schild gar nicht benutzt. Ja, machen wir nächstes Mal. So, Silber kommt in die Bergbaukiste erstmal temporär. Können hier mal eben eine ganze draus machen. So. Dann haben wir, glaube ich, das Inventar soweit sortiert. Ja, komm, tun das erstmal hier daneben. So. Und dann war es das nämlich schon. Die Stunde ist gleich voll. Ups, ups, ups. Ups, ups, ups. So, unser Stammplatz, der ja auch nochmal irgendwann vernünftig gebaut werden muss. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Ja, ich sage auf jeden Fall wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht kommt ja nächste Woche die neue Folge. Auf jeden Fall sehen wir uns dann da, ne? Haut rein. Tschö.